Ja, hallo ihr Lieben, da habe ich mal wieder einen tollen Erfolgsbericht, den euch der Hans-Jörg gerne mal selbst ganz kurz erzählen möchte. Hans-Jörg, erzähl mal. Also, ich bin 85 Jahre alt, versuche mich fit zu halten, um noch ein paar Runden mitdrehen zu können im Leben und bin Gott sei Dank an die Tina, die eben auf dem Bild mit war, Gott sei Dank hierher geraten, mache die Übung mit und auf dieser Psycho-Couch, wie ich sage, auf der ich jetzt liege, das bekommt mir auch sehr gut. Und ich habe den Eindruck, ich hatte manchmal beim schnellen Aufstehen leichten Schwindel und habe den Eindruck, dass das weg ist und fühle mich wohl und hoffe, dass ich hier noch ein paar Jahre mitmachen kann. Ja? Vor allen Dingen, weil auch mal nette Damen hier sind. Einmal, die direkt hierher gehören, aber die auch hierher kommen zu Übungen. Alles nett hier, Ambiente hervorragend. Bin froh, dass ich hier gelandet bin. In dem Gelände. Danke, lieber Hans-Jörg. Also ja, ihr seht, wir haben hier immer sehr, sehr viel Spaß. Ich musste mich neulich irgendwo vorstellen, weil da neue Leute waren. Und da kam ich mir blöd vor zu sagen, wie ich heiße. Und dann habe ich gesagt, mein Name ist Erwin Lindemann. Ich bin 65 Jahre alt und habe 500.000 Euro im Lotto gewonnen. Und davon macht meine Tochter eine Herrenboutique in Köln natürlich auf. So, dann nur wisst ihr Bescheid. Ne? Noch Fragen? Noch Fragen? Dann stellt sie uns. Und auf welcher Psycho-Couch, wie der Hans-Jörg das so nett genannt hat, das ist unsere BEMA-Matte. Also BEMA-t euch hier bei uns durch und holt euch alle Informationen. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.